Moin Moin und herzlich willkommen zum ersten Lesemonat des Jahres. Und zwar für den Januar 2020 möchte ich euch jetzt meine gelesenen und gehörten Bücher vorstellen. Das wird auch echt langsam Zeit, denn ich habe so das Gefühl, dass ich die Bücher, die ich euch gleich vorstellen werde, seit Ewigkeiten beendet habe und dass so langsam meine Erinnerungen und Erfahrungen und meine Meinung so ein bisschen schwindet. Deswegen, ja, wird es wie gesagt Zeit. Zunächst machen wir aber mit der Statistik weiter. Ich habe ja hier mein neues wunderschönes Lesetagebuch begonnen, was jetzt passenderweise ja zum Anfang des Jahres befüllt werden kann. Und da habe ich wie immer aufgeschrieben, was ich gelesen habe, wie viel ich gelesen habe und was noch so eingezogen ist und so weiter und so fort. Im Januar habe ich drei Bücher gelesen, ein Buch abgebrochen und eins begonnen. Außerdem habe ich vier Hörbücher zu Ende gehört und ich hatte acht Neuzugänge, was so ein bisschen meinen Vorsatz irgendwie schon wieder beeinträchtigt hat, dass ich doch meinen Sub etwas abbauen möchte. Das hat dennoch geklappt, aber nur, weil ich auch Bücher aussortiert habe. Habe ich euch im letzten Video ja gezeigt, dass ich ja wieder ein bisschen aussortiert habe und da waren unter anderem auch Bücher von meinen ja ungelesenen Büchern dabei. Das heißt, ich habe jetzt auf meinem Sub 45 Bücher, das ist ein Buch weniger als letzten Monat. Ich habe nämlich ja vier Bücher von meinem Sub aussortiert und aber noch viele weitere Bücher, die ich schon gelesen hatte und die noch im Regal standen. So, das soll es aber von meiner Statistik gewesen sein. Wir fangen jetzt erstmal an und zwar möchte ich mit den Hörbüchern anfangen. Das ist zunächst einmal nicht überraschend für euch, weil ich in den letzten Lesemonaten schon von diesem Projekt berichtet habe, dass ich Harry Potter gehört habe. Die ersten vier Bände habe ich als illustrierte Sonderedition gelesen, was mir auch extrem Spaß gemacht hat. Ja, die nächsten sind halt noch nicht erschienen, deswegen habe ich mit den Hörbüchern weitergemacht. Und ich war beim sechsten Band stehen geblieben, der Halbblutprinz, und habe danach auch gleich weitergemacht mit Die Heiligtümer des Todes. Ich war total im Hörfieber und im Harry Potter Fieber und habe das eigentlich ja in den ersten 1 bis 2 Wochen habe ich die beiden beendet. Ich hatte so ein bisschen Angst davor, diese Reihe zu beenden, denn zunächst ist es dann immer so ein Abschiedsschmerz, dass dass die Reihe mal wieder beendet ist und dass man diese geliebten Figuren wieder verlassen muss. Und ich stehe ja auch dem Ende von Harry Potter so ein bisschen ambivalent gegenüber, denn ich fand es nicht perfekt. Und gerade weil ich diese Reihe so sehr liebe, hatte ich natürlich extrem hohe Ansprüche. Und weil ich weiß, dass J.K. Rowling unglaublich tolle Enden schreiben kann. Ich finde nämlich, alle Harry Potter-Bände haben immer sehr, sehr schöne, runde und in Ruhe erzählte Enden. Sie lässt sich immer sehr viel Zeit, nimmt immer alle Stränge und alle Figuren nochmal ins Visier. Und ich finde, das wirkt immer alles sehr, sehr gut durchdacht. Und ist wirklich sehr, sehr schön, kann ich immer sehr gut genießen. Der letzte Band ist aber für mich, lässt viele Lücken. Und dann kommt halt dieses 19 Jahre später Kapitel, was ich meistens nicht genießen konnte, weil ich einfach wissen wollte, was denn nun nach der Schlacht von Hogwarts ist. Was passiert nun mit den Figuren? Was passiert mit Hogwarts? Da werden einfach 19 Jahre übersprungen, wo wir doch Harry wirklich fast lückenlos 7 Jahre begleitet haben und nun wird das einfach übersprungen und nach diese ganzen Tode, diese ganzen Figuren, die J.K. Rowling hier umbringen musste, klar, es ist irgendwo authentisch, aber ich finde es ein bisschen übertrieben. Es ist immer noch eine Geschichte, die man gerne lesen möchte und teilweise habe ich ihr das immer nicht so richtig verziehen. Ich muss sagen, dass ich jetzt bei dem Hören so langsam ein bisschen besänftigt bin. Ich habe versucht, mich damit abzufinden und dieses Kapitel 19 Jahre später zu genießen, was man ja auch genießen kann. Es ist ja auch schön geschrieben, aber wenn man eigentlich etwas anderes lesen möchte, also für mich hätte es dieses 19 Jahre später Kapitel gar nicht geben brauchen. Für mich wäre es, glaube ich, perfekt gewesen, wenn man es so 1, 2 Jahre später spielen hätte lassen und dann wissen, damit man wissen kann, was Harry nun jetzt macht und was Hermine und Ron, was machen die nach der Schule? Was
Das wird dann nachher auf Pottermore so ein bisschen gesagt, aber das ist für mich irgendwie auch ein bisschen schaler Beigeschmack, Nachgeschmack, denn dass das einfach nur so auf so einer Plattform veröffentlicht wird und wir nicht in der Buchreihe erfahren. Für mich wäre es perfekt gewesen, wenn er, weil Hogwarts war immer sein Zuhause, dass er dort Lehrer geworden wäre, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich meine, seit Voldemort da den Fluch draufgelegt hat und er jetzt ja, besiegt wurde, ist der Fluch ja gebrochen und Harry könnte den Job sehr gut annehmen. Vielleicht nicht sofort nach der Schule, weil er noch relativ jung ist. Aber ich finde, das hätte man gut in Aussicht stellen können. Vor allem, weil er ja echt das Zeug dazu hat. Naja, das sind so halt mehrere Punkte, die ich sehr ambivalent sehe, wo mir einfach ganz viele Informationen gefehlt haben, wo ich sehr, sehr enttäuscht war, wo ich ja in den letzten Bänden halt oder im letzten Band viele Tode, die hier vorkommen, von geliebten Figuren, die mal so eben irgendwie im Nebensatz erwähnt werden und man gar nicht so die Zeit hat, mit Harry zusammen zu trauern. Und dann 19 Jahre später wieder auf Friede, Freude, Eierkuchen eingeht, fällt mir immer ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, diesmal beim Hören hatte ich eigentlich ein relativ positives Gefühl, bin ich damit rausgegangen, weil ich jetzt irgendwie auch mal damit abschließen will. Es bringt ja nichts, immer hätte, würde, könnte im Konjunktiv zu denken, sondern man muss damit seinen Frieden schließen. Ja, das wollte ich euch aber auch nochmal darlegen, wie das mir so geht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Ende so toll findet. Es gibt ja viele, die das Ende wirklich, wirklich schön finden und perfekt finden. Aber ich habe mich jetzt zum Beispiel auch mit Kali ausgetauscht, lange Sprachnachrichten ausgetauscht und wir sehen das tatsächlich sehr, sehr ähnlich, was sehr gut getan hat, dass jemand genauso das sieht und ja, das war irgendwie sehr schön, sich da auszutauschen. Nachdem ich Harry Potter beendet habe, wollte ich diese Welt ungern verlassen und irgendwie so gern da noch verweilen und habe deswegen recherchiert, ob es zu Fantastic Beasts, zu dem Filmdrehbuch vielleicht ein Hörbuch gibt oder zu dem Theaterstück von Cursed Child. Beides ist nicht der Fall, was ich ein bisschen enttäuschend fand. Ich finde, gerade zu diesen Drehbüchern oder diesen Theaterstücken könnte man sehr gut auch ein Hörspiel draus machen. Naja, war halt nicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Hörbuch zu Die Märchen von Beedel dem Barden zu hören. Das war natürlich sehr schnell weggehört, weil das wirklich ein sehr, sehr dünnes Büchlein ist und die Märchen auch sehr kurz sind. Der Zauberer und der hüpfende Topf, der Brunnen des wahren Glücks, des Hexers haariges Herz, Babbity, Rabbity und der gackernde Baumstumpf und das Märchen von den drei Brüdern ist hier enthalten und zu jedem Märchen gibt es auch noch mal einen Kommentar von Albus Dumbledore. Ja, hat mir gut gefallen für zwischendurch und ich merke gerade, wie wunderschön das Buch einfach wieder ist. Ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und dann habe ich noch ein weiteres Hörbuchprojekt begonnen, denn auch Harry Potter zählte ja auch zu meinen Vorsätzen 2020, dass ich bestimmte Reihen nochmal lesen möchte, nochmal hören möchte. Und das konnte ich schon abhaken, dieses Vorhaben. Und eine weitere Reihe wollte ich nochmal erleben. Und zwar war das die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Die habe ich vor Jahren mal gelesen. Und zwar auch wirklich eins bis drei am Stück. Und die haben mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ich mag Kerstin Giers lockeren, lustigen und herzlichen Schreibstil. Und ich wollte da unbedingt wieder eintauchen in diese Zeitreisegeschichte. Und dachte, als Hörbuch wäre das perfekt, auch als gute Laune Hörbuch, als Wohlfühlbuch Hörbuch. Und das war es tatsächlich auch. Es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht, habe das auch sehr, sehr schnell weggelesen, weggehört. Und ja, hier geht es ja um Gwendolyn, die in einer Familie aufwächst, wo ein Zeitreisegen vererbt wird. Und alle gehen davon aus, dass ihre Cousine Charlotte dieses Gen vererbt bekommt. Es stellt sich aber erst in späteren Jahren raus, ob man dieses Gen tatsächlich hat. Sie bekommt Unterricht in Fechten, in Reiten, in ganz viel Geschichte, aber auch Mysteriumsunterricht. Und es wird alles so ein bisschen unter Schach gehalten. Gwendolyn ist aber ganz glücklich, dass sie das alles nicht machen muss, dass sie
ja, da nicht involviert ist. Doch es kommt natürlich so, dass sie dieses Zeitreisegen bekommt und sie auf einmal sich in der Vergangenheit wiederfindet für einen kurzen Moment. Und dann springt sie halt wieder zurück in die Gegenwart. Und jetzt muss sie halt so einen Crashkurs bekommen in solchen Dingen, die Charlotte schon seit der Kindheit beigebracht werden. Und alle, ja, schütteln mit den Köpfen über sie, weil sie so unbedarft ist und so tollpatschig und irgendwie auch ja nichts auf die Reihe bekommt, was kein Wunder ist, weil sie halt eben nicht jahrelang diesen Unterricht bekommen hat. Und sie hat halt eben eine besondere Mission, die sie in der Vergangenheit erledigen soll, als ja, ein Mitglied dieser Zeitreise. Gruppe. Es gibt noch einen weiteren jungen Mann, der auch dieses Zeitreisegehen hat, und das ist Gideon. Den kann sie gar nicht ausstehen. Der ist ziemlich eingebildet, sieht aber ultra gut aus, und natürlich kommen die beiden sich irgendwann näher, weil die halt viel miteinander jetzt kooperieren müssen und zusammen dieses Projekt angehen müssen. Und es entspinnt sich natürlich auch eine kleine Liebesgeschichte. Ja, also ich habe das Ganze als sehr, sehr schönes Wohlfühlbuch empfunden. Wie gesagt, ultra lustig und komisch. Gwendolyn ist einfach eine sehr, sehr tolle Protagonistin, in deren Gedanken man sich gerne aufhält. Sie hat so schön lustige Gedanken, aber sie gibt halt auch Kontra, was ich sehr, sehr cool finde an dieser Figur. Sie hat zwar ihre tollpatschigen Momente, wo man dann auch mal denkt, oh, so ein bisschen Augen verrollen muss, verdrehen muss, aber sie gibt halt den Leuten auch Kontra, nicht nur, dass sie es denkt, sondern sie sagt es denen auch. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ein bisschen gemerkt, dass ich so aus der Zielgruppe rausfalle, weil dieses Geschwärme für Gideon. Ach, er sieht ja so gut aus und so dieses Teenie-mäßige, ja, da muss ich so ein bisschen drüber wegsehen. Das war jetzt nicht ganz so meins, aber ich konnte sehr gut darüber wegsehen. Und ich bin jetzt mittlerweile schon beim dritten Band, und im zweiten taucht eine Figur auf, die ich einfach super, super cool finde und noch mehr Witz reinbringt. Also, ja, es steigert sich sogar. Ich finde halt, dass diese Reihe sich wie ein ganzes Buch liest. Also die einzelnen Teile sind nicht abgeschlossen. Das finde ich so ein bisschen schade, dass die keine runde Story haben, weil der erste Band hört einfach irgendwann auf, und im zweiten geht es halt einfach nahtlos weiter. Und das hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen anders gemacht. Aber da blicke ich jetzt halt mit einer ganz anderen Sicht drauf. Und ich möchte es aber auch einfach genießen und nicht zu sehr kritisch sein. Deswegen kann ich über diese kleinen Kritikpunkte wirklich sehr gut drüber hinwegsehen. Und ich freue mich jedes Mal, auf dem Arbeitsweg hin oder zurück in dieses Hörbuch einzusteigen. Nach den Hörbüchern habe ich mit einem Buch begonnen, das ich aber leider nach 75 Seiten wieder abgebrochen habe. Und zwar ist das dieses hier, In Schnee und Eis, von Rudi Palla, die Himalaya-Expedition der Brüder Schlagentwald. Die Brüder Schlagentwald wurden unter die Fittiche genommen von dem berühmten Abenteurer und Wissenschaftler Alexander von Humboldt. Die Brüder Schlagentwald sind aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl sie in dieser Expedition doch einiges erreicht haben und auch als Wissenschaftler ziemlich viel tätig waren und sehr engagiert. Sie haben außerdem bei dieser Expedition ihr Leben auf dem Spiel gesetzt, und ja, das Ganze klingt sehr abenteuerlich. Ich mag ja diese Bergsteiger eisigen Reiseerzählungen, die auch auf wahren Begebenheiten beruhen, aber ich habe mich da so mit rumgequält, auch wenn das sehr, sehr dünn ist. Ich dachte, ich ziehe das durch, aber ich konnte einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, du musst jetzt nicht auf Biegen und Brechen dieses Buch durchlesen. Das muss einfach nicht sein. Ich habe so ein bisschen quer gelesen und geguckt, ob das vielleicht ein bisschen besser wird, aber hat einfach nicht funktioniert. Der Autor hat hier nur so mit Zahlen und Namen um sich geschmissen, und das war so blöd erzählt und überhaupt nicht. Ja, erzählerisch war das wirklich nix und sehr, sehr wissenschaftlich mit Zahlen um sich geschmissen, was mich null interessiert hat, und auch ganz viele Namen, die hier für diese Geschichte gar nicht wichtig waren. Also ich hatte das Gefühl, er hat viel, viel recherchiert und wollte irgendwie alles zueinander packen, aber es fehlte einfach das Spannende daran, das Interessante oder der erzählerische
Genuss fehlte hier einfach. Deswegen musste ich das Ganze abbrechen und bin auch nicht traurig drum, weil ich einfach neugierig war, was mit den Brüder Schlagentwald passiert ist. Habe ich mir einfach einen Artikel im Internet durchgelesen und der war um einiges spannender geschrieben als das Buch, auch wenn das natürlich viel kürzer war. Ja, und das sagt natürlich schon einiges. Also das Buch wird ausziehen, habe ich euch ja auch schon in meinen Unhaul gezeigt. Ja, dann habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen von einem Autoren, der mich angeschrieben hat, ob ich sein Buch nicht mal ja, rezensieren möchte, probelesen möchte, wie auch immer. Es handelt sich dabei um ein Bilderbuch für die Kleinsten. Im Grunde ist es so eine Art Märchen, High Fantasy könnte man auch sagen. Und ich habe es euch schon in den Neuheiten gezeigt, bei meinen Neuzugängen. Und zwar ist das der kleine Bergtroll von J.B. Kümmel aus dem Carbon Media Verlag. Ich glaube, das ist auch das erste Buch, was dort erschienen ist. Und mich haben sofort die Illustrationen angesprochen, als ich die Mail von den Autoren gelesen habe, die wirklich sehr freundlich war und wo auch ein paar Links enthalten waren, wo ich mir dann die Internetseite anschauen konnte und eben auch so ein paar Illustrationen vom Buch. Und ja, ich dachte, oh ja, da lese ich gerne mal rein. Es geht hier um, wie der Name schon sagt, den kleinen Bergtroll, der von seinem Volk, den Bergtrollen, ausgeschlossen wird, weil er einfach zu klein ist. Und er kann aber auch nicht bei den Menschen leben, denn die Menschen fürchten die Bergtrolle und haben ja große Vorurteile und selbst er als kleiner Bergtroll wird da nicht gern gesehen. Deswegen lebt er zusammen mit seinem Wolfshund in der Natur, ziemlich abgeschieden, bis er eines Tages auf einen Trupp von Menschen trifft, die nach einer Prinzessin sucht, die von Bergtrollen entführt worden ist. Und er soll das Ganze nun richten, weil er doch auch ein Bergtroll ist. Ja, und er wird also auch ein bisschen erpresst durch seinen Hund, den haben sie auch gefangen genommen. Also er soll die Prinzessin retten und ja, damit er danach wieder seines Weges gehen kann. Und es geht natürlich auch um die Prinzessin. Sie ist hier auch eine Figur, die im Mittelpunkt steht und die einen Prinzen heiraten soll, den sie überhaupt nicht mag. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde die Geschichte echt schön, denn zum einen finde ich die Illustration, wie gesagt, echt toll. Besonders diese Landschaftszeichnungen. Mal gucken, ob ich euch hier was zeigen kann. Hier zum Beispiel. Sehr, sehr schön. Es hat aber auch ein bisschen was von Disney. Also besonders die Menschen sehen auch so ein bisschen wie bei Rapunzel neu verföhnt, finde ich. Ja, das muss man so ein bisschen mögen, aber besonders diese Naturzeichnung finde ich sehr schön und auch der Wolf ist, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Der ist mir sofort ans Herz gewachsen. Ja, es ist natürlich ein Pappbilderbuch, das heißt, es ist unglaublich schnell durchgelesen. Ich möchte euch das Ende nicht spoilern, aber ich möchte euch sagen, dass es kein typisches Märchen ist, wo zum Schluss die Prinzessin ihre große Liebe findet und den Prinzen heiratet oder vom Prinzen gerettet wird, sondern die Prinzessin ist ja, eine Selbstbewusste, die halt eigentlich auch Träume hat zu reisen und ihr eigenes Ding zu machen und nicht sich nicht einfach nur verheiraten zu lassen. Und ja, nachher, ich glaube, so viel darf ich vielleicht vorweggreifen, weil es ja nun mal so eine kurze Geschichte ist, verwirklicht sie das halt zusammen mit dem kleinen Bergtroll. Und das fand ich wirklich, ich fand es wirklich eine sehr niedliche Geschichte und eben auch cool, weil hier die Prinzessin sehr viel selbstbewusster dargestellt wird als in anderen Märchen, wo sie halt von ihren Prinzen gerettet wird. Zusammen mit dem Buch kam ein kleiner netter Brief von den Autoren an und auch noch mal ein Sticker und eine Visitenkarte. Also ganz sehr, sehr, sehr liebevoll und das finde ich immer ganz niedlich und auch persönlich. Also kann euch das nur empfehlen. Es wird dazu jetzt keine extra Rezension geben, weil so viel kann man dann dazu dann auch nicht erzählen. Das ist dann halt jetzt die Rezension im Lesemonat. Auf jeden Fall ein sehr gelungenes, sehr schön anzusehendes und mal ein bisschen moderneres Märchen. Als nächstes kommen wir zu einem Buch, was ich mir auf meine Weihnachtsliste und auf meine Winterliste geschrieben habe.
Und zwar Ein Märchen im Winter von Kate Lord Brown. Das Buch habe ich mir, glaube ich, 2018 in einem Rebuy oder Medimops-Paket mitbestellt. Und jetzt hatten wir das vor, im Dezember zu lesen, in unserer Leserunde. Da bin ich nicht so richtig reingekommen, hab's denn aber im Januar nachgeholt. Ich weiß, dass es für die Mädels ein riesengroßer Flop oder ein großer Flop war. Für mich war das Durchschnitt. Also ich hatte damit durchaus meine Freude, muss aber von vornherein sagen, wer hier eine Weihnachts- oder eine Wintergeschichte erwartet, der wird vielleicht enttäuscht. Also ich fand es auch ein bisschen schade. Zu Anfang ist es durchaus winterlich, aber wir begleiten unsere Protagonistin wirklich hier ein ganzes Jahr durch die verschiedenen Jahreszeiten. Also es ist wirklich kein Märchen im Winter. Also ich finde das sehr, sehr missverständlich hier auf dem Cover abgebildet. Aber dennoch hat mich das Ganze schon unterhalten. Wir treffen hier auf Grace, ja Grace, die ja leider in ihrem Leben gerade viel mitmachen muss. Ihr Mann ist verschwunden. Es wird erwartet oder man geht davon aus, dass er sich umgebracht hat. Außerdem hatte er unglaublich viele Schulden, sodass ihr Haus gepfändet werden musste. Und sie jetzt einen neuen Job suchen muss. Sie ist eigentlich Goldschmiedin, findet aber da leider keinen Job im Moment. Und dann nimmt sie einen Job bei dem Schriftsteller Fraser Stratton an, als Assistentin auf ein Herrenhaus. Und ja, Fraser ist halt schon ein älterer Herr, der so ein bisschen in seiner Lebensgeschichte und in der Geschichte seiner Eltern, in seiner Vorgeschichte ein bisschen recherchiert und da ganze, ja, durch den ganzen Wust an Dokumenten und ja, Notizen durchkommen muss und er braucht da so ein bisschen Assistenz und möchte halt da gerne so halbwegs seine Memoiren aufschreiben und dafür soll Grace ihn unterstützen. Sie bekommt so ein kleines Cottage auf den Anwesen, wo sie mit ihrer Tochter hinziehen kann. Und natürlich wohnt noch der attraktive Patensohn von Fraser auf dem Anwesen Jack. Und die beiden kommen sich natürlich auch ein bisschen näher. Was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, dass diese Geschichte jetzt nicht in der heutigen Zeit spielt, sondern in den 70er Jahren. Also wir treffen Grace in den 70ern und haben halt auch immer wieder Rückblicke in die Vergangenheit. Und sie muss halt feststellen, dass ihre Familiengeschichte irgendwie mit den Strattons verbunden ist. Und dabei spielt halt eine Brosche eine große Rolle. Wir erfahren eh viel über Schmuck, auch über ihren Job als Goldschmiedin, über Edelsteine im Allgemeinen. Und das hat mir gut gefallen, so in diesen Job so ein bisschen einzutauchen. Und Grace geht da auch total drin auf und liebt es, Schmuckstücke herzustellen. Und das hat man ihr richtig angemerkt und der Funke ist irgendwie übergesprungen. Sie bekommt halt auch immer wieder seltsame Nachrichten. Jeden Monat wird ihr ein Edelstein zugeschickt, irgendwie zukommen lassen mit einer seltsamen kryptischen Nachricht. Und diese Edelsteine hat sie halt eigentlich vermisst. Also irgendjemand hat die ihr entwendet und schenkt ihr jetzt jeden Monat einen zurück mit einer seltsamen Nachricht, was so ein bisschen unheimlich ist. Ja, also es gibt viele Geheimnisse. Das Ganze ist manchmal so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und hat manchmal so seine Logiklücken, ist vielleicht ein bisschen übertrieben manchmal, aber mir hat das gut gefallen, besonders eben mit dieser Goldschmiedegeschichte, mit den Edelsteinen. Dann finde ich, dass Fraser als Person ein wirklich, wirklich ja, extravagante Person ist und sehr viel Humor mit reingebracht hat, um sich in diese ganze Geschichte hineinzuversetzen, verkleidet er sich und erwartet das auch von Grace, sich zu verkleiden, um das Ganze immer nachzuspielen und um sich ja in diese Gefühle hineinzuversetzen zu können. Und ja, also es ist schon humorvoll geschrieben und eben die Figuren sind schön gezeichnet. Was mir nicht so gut gefallen hat im Schreibstil, dass wir immer wieder große Sprünge haben. Also wir begleiten Grace ja hier ein ganzes Jahr und manche Autoren haben das irgendwie drauf, diese Sprünge zu machen. Ich fand jetzt hier Kate Lord Brown nicht so sehr. Da hat man manchmal das Gefühl, dass man mehrere Seiten übersprungen hat und ich musste dann ab und zu wieder zurückblättern, weil ich dachte, hä,
habe ich jetzt irgendwie was verpasst, was ist passiert? Und ja, da werden dann auf einmal mehrere Tage, Wochen, Monate so halbwegs übersprungen, wo echt viel passiert ist. Und es geht sehr, sehr schnell. Es wird sehr schnell erzählt. Ja, aber insgesamt ein durchschnittliches Buch, was aber auch ausziehen darf. Man darf nur eben keine Weihnachts-Wintergeschichte erwarten. Eine wirkliche winterliche Atmosphäre hatte dagegen aber Der zehnte Gast. Es gibt kein Entkommen von Shari Lapena. Das habe ich wiederum mit der Leserunde im Januar zusammengelesen, mit den Mädels. Und das war ein wirklich cooler, spannender Page-Turner. Wir treffen hier auf 10 Gäste ein und desselben Hotels, die alle nach und nach eintreffen mit ihrer Freundin, mit ihren Gatten, mit ihrem Verlobten und sich teilweise auch gar nicht kennen. Es sind halt einfach wahlweise irgendwelche Gäste eines Hotels, die in dieses abgelegene, mitten im Wald gelegene Hotel anreisen. Ein sehr, sehr gemütliches, altehrwürdiges Hotel. Und durch das Unwetter, durch den Schnee, durch das Schneechaos, kommen sie dort halt auch irgendwann einfach nicht mehr weg. Was ja in Ordnung ist, es ist ein Hotel und man kann sie dort verpflegen. Allerdings ist die Besatzung des Hotels auch dezimiert, weil halt auch nicht alle dorthin kommen konnten. Somit ist es nur der Besitzer und sein Sohn, die sie dort bewirten. Und eines Tages oder am nächsten Tag oder in der Nacht, in derselben, in der ersten Nacht, passiert halt ein Mord. Und ja, nun müssen Sie überlegen, ist da irgendwie noch ein fremder Gast, also irgendeiner, den man noch gar nicht gesehen hat, der sich dort verbirgt und diesen Mord begangen hat? War es ein Unfall oder ist einer unter den Gästen der Mörder? Ja, das Ganze ist spannend und interessant, weil wir in alle Köpfe hineingucken, also immer abwechselnd in kurzen Abschnitten halt alle kennenlernen und ihre Gedanken kennenlernen, wo man natürlich denkt, ja, aber dann weiß ich doch sofort, wer der Mörder ist. Ja, das ist dann die große Frage. Weiß man das? Weiß man es nicht? Oder gibt es halt doch einen Fremden, der dort im Hotel aufläuft? Ich glaube, die Autorin hat sich damit sehr, sehr schwer gemacht, in alle Köpfe hineingucken zu können, weil dadurch, finde ich, auch ein paar Logiklücken entstanden sind. Ich fand auch, dass es manchmal auch ein bisschen Augenrollenmomente gab, wo ich mir so dachte, ja klar, passt nicht ganz. Aber es war unglaublich spannend. Also es hatte unglaublichen Sogcharakter. Man wollte einfach nur weiterlesen. Die Atmosphäre war unglaublich cool in diesem verschneiten, altehrwürdigen Hotel, wo dann nachher irgendwann auch der Strom ausfällt natürlich und wo es natürlich auch nicht bei der einen Leiche bleibt, sondern auch noch mehrere Überfälle gibt. Dann der letzte Abschnitt, der hatte auf einmal was ganz anderes. Also es gab keinen richtigen Höhepunkt. Das ist so einer meiner Kritikpunkte. Ja, es hat sich die ganze Zeit gesteigert und war spannend, spannend, spannend. Und dann wurde die Spannung einfach rausgenommen. Es war viel zu schnell wieder Tag und man hatte noch so viele Seiten. Und ich dachte, nanu, ich dachte, wir kommen jetzt hier mitten in der Nacht noch auf dem großartigen Finale drauf zu, wo wir dann irgendwann erfahren, wer der Mörder ist und vielleicht noch mit Katz und Maus jagt und so. Aber nein, die Autorin hat das ein bisschen anders gelöst und das fand ich extrem schade und hat total den Sog weggenommen und total die Atmosphäre einfach weggenommen auf den letzten, ich weiß nicht, wann das 100 Seiten, auf den letzten 60, 70 Seiten. Die Auflösung war okay. Es gab auch noch so einen kleinen Kniff, den ich auch gut fand. Also insgesamt ist es sehr cool erzählt, was nicht immer seine Wirkung getan hat, aber was auch auf jeden Fall mal was Neues war. Es ist sehr leicht und locker geschrieben, also sehr leichte Lektüre, sprachlich nichts Besonderes, sehr leichte Unterhaltung. Aber wer mal so einen Cozy Crime Thriller lesen möchte, wo es nicht zu blutig daherkommt, sondern es vielmehr um die Atmosphäre geht und um auch viel miträtseln zu können, den empfehle ich das auf jeden Fall. Also ich würde dem Buch schon so 4 Sterne geben oder 3,5 irgendwie so, ich weiß es gar nicht mehr genau.
weil ich zwischendurch halt immer so meine Probleme mit den Perspektiven hatte und den Logiklücken. Aber insgesamt hat mich das extrem gut unterhalten, bis auf das Ende, was ich ein bisschen schade fand. So, und zum Schluss habe ich euch ja noch erzählt, dass ich ein Buch begonnen habe. Und zwar ist das der dritte Teil der Harz-Krimi-Saga im Schatten der Hexen. Hexenjagd, die Ahnenreise heißt der Teil. Ja, und das ist ja eine wirklich coole Mischung aus Krimi, Mystik und Historischem. Den ersten Band fand ich unglaublich cool. Der zweite hat so ein bisschen geschwächelt. Und jetzt im dritten erhoffe ich mir wieder ein bisschen mehr. Ich bin noch nicht sonderlich weit. Ich bin jetzt auf Seite 90. Aber es hat hier einen ganz coolen Zeitreiseeffekt mit reinbekommen, der das Ganze noch ein bisschen aufpeppt. Und ich bin gespannt, wie das Ganze endet. Ich habe ja auch noch Band 4 hier und dann ist die Reihe erstmal abgeschlossen. Und ja, muss ich jetzt noch erzählen, um was es geht. Es ist halt ein regionaler Krimi, der halt im Harz spielt. Und natürlich um Hexen, verschwundene Kinder und sehr, sehr viel Mystik und Sagen, die hier eingewoben sind. Die Autorin hat sehr, sehr viel recherchiert und ja, ich finde das teilweise auch sehr schön aufgemacht mit Zitaten. Und hier in dem Band, in dem dritten Band, kommen jetzt auch so ein bisschen nordische Mythen zum Tragen. Ja, und ich bin gespannt, wie sie das zusammenbringt. Das war's mit meinem Lesemonat Januar. Ich habe gemerkt, dass ich viel mehr höre als lese, weil ich einfach abends nach der Arbeit nicht mehr so viel Muße habe zum Lesen und ich tagsüber einfach das Hörbuch viel mehr einbinden kann. Am Wochenende ist so die einzige Lesezeit im Moment, was ich einerseits echt schade finde, weil ich ja eigentlich das Lesen viel intensiver finde, aber so das Hören im Moment auch sehr genieße, gerade mit diesen Wohlfühl-Lieblingsbüchern. Sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr zu den Büchern für eine Meinung habt, ob ihr das Ganze schon gelesen habt oder gehört habt oder ob ihr da jetzt vielleicht Lust drauf habt. Interessiert mich natürlich sehr, wie eure Meinung dazu steht und was ihr vielleicht sonst noch so gelesen habt im Monat Januar, ob ihr zufrieden seid mit eurer Leistung, mit dem Beginn des Jahres. Und dann wollen wir mal schauen, was uns denn der Februar so bringt. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.